Hey, hey, NVIDIAs Aufnahmeprogramm namens Shadowplay ist seit kurzem in die Beta-Phase gegangen und ist nun für alle Gamer mit einer GeForce GTX 650 oder höher kostenlos einsetzbar. Anders als zum Beispiel bei Fraps wird das Gameplay mit dem Schattenspiel in H264 komprimiert. Außerdem gibt euch die Alternative aus dem Hause NVIDIA die Möglichkeit, durchgehend aufzunehmen, und sobald ihr die letzten 5 bis 20 Minuten Spielzeit abspeichern wollt, könnt ihr dies per Tastendruck machen. Sehr praktisch, da man so Festplattenspeicher spart und nicht immer alles zu jeder Zeit aufnehmen muss. Zusätzlich kann man seit dem GeForce Experience 1.7 Update auch in der schönen 4K-Auflösung aufnehmen. Wer jetzt gehypt ist und sich fragt, wieso ihr überhaupt noch eine Fraps-Lizenz bezahlt, dem sei vorher noch gesagt, dass man für Shadowplay mindestens einen i3-Prozessor und 4 GB RAM haben sollte. Über die Möglichkeit, mit dem Programm auf Twitch streamen zu können, wird gerade noch gemunkelt. Allerdings gibt es zurzeit noch keine konkreten Angaben von Seiten NVIDIA. Hier im Hintergrund seht ihr noch ein paar Testaufnahmen mit dem Spiel Battlefield 3, aufgenommen über meine GeForce GTX 780. Das Gameplay wird übrigens in 60 Frames per Second aufgenommen und 20 Minuten Gameplay sind in höchster Qualitätsstufe ungefähr 7,5 GB groß. Das ist gar nicht mal so groß, wenn man es mit Dateien von anderen Aufnahmeprogrammen vergleicht. Das war's auch schon mit dem kurzen Shadowplay-Test-Preview angehauen Dönse. Demnächst werde ich wahrscheinlich mit diesem Programm meine Let's Plays aufzeichnen. Danke fürs Liken, Abonnieren und so weiter. Bis demnächst. Ciao! Halt, bevor ihr direkt abschaltet, ich möchte euch noch eine kurze Information geben. Und zwar wird es auf diesem Channel demnächst erstmal keine zeitnahen Let's Plays mehr geben, beziehungsweise wird es nicht mehr täglichen Content geben. Das liegt einfach daran, dass demnächst Weihnachten ist und dass es da andere Sachen gibt, als am PC zu zocken und Sachen aufzunehmen. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen und ihr lasst mich nicht direkt wieder. Allerdings würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein paar Nachrichten, viele Wünsche oder sonstige Sachen hinterlasst, die ich mal für euch zocken soll, mit euch zocken soll, gegeneinander aufzocken soll. Ihr wisst schon, was ich meine. Bis dann, haut da rein. Ich hab's schon gesagt. Ciao! Hey, hey! NVIDIAs Aufnahmeprogramm namens Shadowplay ist seit kurzem in die Beta-Phase gegangen. Und nun ist für alle Gamer mit einer GeForce GT... Fuck!